Wir müssen Weinhaus, bitte. Ja. Jetzt komm, wir müssen es nochmal machen. Ich habe mich auf Aufnahme gedrückt. Ja. Hallo, ihr süßen Puppets, ich bin's, eure Jessica Parker. Und ich bin die Jacqueline aus Berlin. Und wir sind heute in Wacken, aber in Stuttgart. In Dinkelsbühl, ist eigentlich in Bayern. Und das Summer Breeze Open Air. Wir sind auf dem Heavy Metal Festival. Und wir freuen uns sehr, weil wir werden gleich Electric Callboy auch kennenlernen. Kommt mal mit, wir gehen mal raus. All Areas. Jessica? Ja, was denn? Du bist erstens richtig süß geworden und aber super sexy, dein Schuh ist offen. Oh, mach mal zu. Ich mach dir mal zu. Ja. Wie wär's mit bitte? Mach mal zu, bitte. Ey, und dann gehst du an die Titte, Mann. Keine TikTok-Trends jetzt. Keine TikTok-Trends. Wir sind nicht auf TikTok. Komm, Entschuldigung, weißt du, wo der Arzt ist? Ja. Sag nicht an Rudi. Nein. Du bist entweder ein Zebrastreifen oder eine Sträflingsbiene. Ja. Eine Knastbiene. Das kann so sein. Ich finde halt, guck mal, das sind so Zelte. Und die Bunsen? Film mal da hin. Ich meine, da wohnen die hier in Zelten? Ich glaube, es ist ein TikTok-Trend. Wohnen die hier in Zelten? Klaus, ich möchte nicht in Zelten wohnen. Hallo. Ich finde das widerlich. Wie heißt du? Ich bin Jessica. Ach, du bist der Leadsänger von Slipknot. Ich habe gedacht, ich hätte die Maske bereits erkannt. Süß, Freddy. Na dann viel Spaß. Danke, ich komme gleich nochmal vorbei. Ich muss nur mein Handy zu uns? Ja, hol mal dein Handy. Ist ja besser. Hol mal dein Handy. Ja, Freddy. Das ist süß, oder? Ja. Guten Morgen. Also, Heidi. Wir sind jetzt hier im Artist-Zelt. Und wir wissen nicht so genau, ob wir richtig sind, weil wir sind nur Menschen in roten T-Shirts. Aber wir gucken mal. Aber das Schöne ist, an den Gesichtern der Menschen im roten T-Shirt erkennt man ganz genau, dass sie noch nie einen Transvestiten in freier Wildbahn gesehen haben. Sie sind sehr, sehr überrascht. Sagen wir mal, komm, wir gucken mal. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt in die Artist Area mal ein paar Künstler kennenzulernen. Naja, gibt's da Champagner? Mal schauen wir mal, ja. Gibt's da kein Champöchen? Ich möchte Champöchen. Ja, wartet doch. Genau, wir sind jetzt hier im Artist-Bereich. Hier speisen die Künstler und Künstlerinnen. Okay. Ich habe kurze Frage. Ja. Die sind praktisch hier so Stars für die Metal-Szene, wie für die Sprühmadonna ist, oder? Genau. Das heißt, wir haben Mega-Stars vor uns und kennen die nicht. Wir kennen die gar nicht. Das heißt, du musst uns sagen, wer geil ist. Ich check die auch manchmal alle nicht, weil die alle gleich sind auch teilweise. Weil die alle lange Haare haben und Bier trinken. Genau, und tätowiert sind. Ja, geil. Deswegen, aber wenn ich jemanden sehe, dann zeige ich euch so. Okay, dann schön. Ist Ozzy Osbourne da? Nein. Ozzy Osbourne. Hier lebt er noch? Komm, wir gehen mal. Ich zeig dir das kurz, warte mal. Also das hier ist ja die eine Arschhose und darunter habe ich die andere Arschhose. Ja. Oh Gott, das ist mein Himmel, ne? Männer mit langen Haaren. Ich bin schwanger, schon 15 Mal geworden. Was machen wir hier? Baden. Ja. Wollen wir es mal aus? Nee. Das machen wir später. Dann machen wir nackig. Gehen wir baden. Schön nackig. So richtig schön nackig. Ja. Getränke kosten hier Geld. Also ich sag gerne nochmal, Access all anal, anal all access, anal. Und die Getränke kosten Geld. Die kosten Geld. Die Getränke kosten. Wir klauen einfach irgendwo Bier. Glossy glänzende Lips. Ah! Weiter runter, Muskus. So. Zum Glück ist die Badewanne, da können wir später die Haare des Kleinen und die Scheibe waschen. Schöne Mann dort, wo ich gleich mache. Die ist richtig süß und ich möchte echt noch trinken. Aber die Getränke kosten auch für 20 Euro. Komm, wir schleichen jetzt den Wodka. Komm, wir gehen mal hin. Nein. Und dann erwähnen wir dich auch sehr los, wenn du auch gut bist. Bei dir? Ja, gerne. Nein, zwei Wodka. Wir haben es wieder geschafft. Nee, Moment, ich habe es geschafft, denn ich bin die Regelhaus. Ich regle immer alles. Eine Arm, eine Abstand. Auf dich, meine Liebe. Aber nur die Hälfte. Tommy, hier, komm. Die Jungs haben auch Bier. Electric Callboy! Oh, my religion is right when I'm bringing.
Das ist Nico. Ja, Nico. Mein Name ist Kevin. Beides mit C, oder? Ja, genau. Ja, Kevin. Genau, und wir schreien und er singt. Also ich schreie und er singt und wir machen Musik. Ich bin ja, sag ich jetzt mal, der Melodiesänger und er ist der Schreier. Ach so, es gibt bei Heavy Metal gibt es auch Melodie. Ja, durchaus. Du kannst auch. Mach mal was. Ich sag mal so, ich glaube, eine der bekanntesten Melodien ist Hyper, and I like ya. Merkst du, ne? Geil, bist du aber schreien. Könnte aber Alexander Schreier schreien. Könnte auch, durchaus, ja. Seit wann macht ihr das? Nee, du musst erstmal noch schreien. Schreien? Kann ich nicht. Warum? Kann ich nur, wenn ich Mikro habe. Ey, Mann, du hast dein Mikro in deiner Hand, Mann. Schalke! Ich muss gehen. Schalke! Ich muss leider los. Tut mir leid. Was ist deine Lieblings-Metal-Band? Jurassica Park. Electric Callboy. Super. Nee, eigentlich ist Jurassica Park da Ozzy Osbourne der Travestie. Deswegen ist Ozzy Osbourne ihre größte Lieblingsgruppe, weil sie sich selber sehr gut und findet. Britney Spears finde ich auch Britney, toll. Die ist ja auch, ja. Ey, das ist auch mega geil, dass sie bei uns gelandet sind, weil wir verstehen uns eigentlich aus, als Mischung aus Britney Spears und Ozzy Osbourne. Ihr seid schon so ein bisschen im Heavy-Metal-Bereich, seid ihr schon so ein bisschen so die Boys, die halt so bunten Pop eher machen, oder? Kann man das so sagen? Ja, genau. Wir kombinieren quasi Metal, Elektro, Pop, alles irgendwie zusammen, neuerdings noch ein bisschen Schlager. Aber warum? Weil wir Bock drauf haben. Guck mal. Lass uns mal zusammen eine Single aufnehmen. Eine Single aufnehmen? Dass wir mal ins Studio... Na, ich hab noch gar nichts im Kopf, weil ich bin ja keine Musikerin. Ich hab schon Text. Nur Schönheit. Ja. Ja. Hau raus, aber dass wir mal zur Sony Music gehen, in den Proberaum. Und dann bin ich so Background-Vocal. Mach dann so... Oder ey. So toll, oder? Das ist halt schon fast esoterisch. Ja, ja. Kannst du gleich noch einen Aufbiss machen? Ne? Also wir bringen einfach die Power, die ihr hier mitbringt, bringen wir mit den lyrischen Ergüssen von Winehouse zusammen. Ja. Und dann wird das ein super Song. Das wird ein Chartstürmer. Das ist auch süß. Aber das sind gepflegte Füße. Nein, um Gottes Willen, meine Füße sind so schrecklich. Nee, meine Füße sind die schlimmsten von allen. Ich muss die gerade mal eins. Meine sehen aus wie so Hobbit-Füße. Aber das wirklich? Habt ihr mal also gewusst? Musik? Nein. Aber wir haben uns sehr, sehr lieb so. Wir küssen uns auch auf der Bühne. Aber wir sind schon, ich würde sagen, so 98% hetero. Das macht gar nichts aus, weil das sind 2% Spielwiese. Richtig süß? Ne? So, aber die 2%, aber die 2% Spielwiese, die haben wir immer auf der Bühne bei Kastor Spandau, das ist ein Song von uns. Da gönnen wir uns dieses 2% immer. Das Ding ist... Mit Zunge? Nee, ohne. Aber das Ding ist einfach, es ist einfach übelst kompliziert, dass man auf Tour ist und die Frauen zu Hause lässt. Wie geil wäre es, wenn wir einfach zusammen auf dem Tourbus abstarten können, jeden Tag in eine andere Choreo. Weißt du, was ich meine? Na, mit uns. Wir haben tolle Betten, Jurassica, oder? Ja, aber ich möchte auf keinen Fall in so einen verstunkenen Tourbus. Deswegen haben wir jetzt allein Hotel, wo die Forzen und Kranken. Wir haben doch, nee, Moment. Das ist ein ganz gepflegter Bus. Mal ganz kurz mal in dein Loch fassen. Ja, warte mal. Community. Das ist wie Barbie-Fisting. Aber geil auch. Das Schlimme ist ja auch, das ist wie so ein Bauchnabel, riecht man das? Das riecht richtig nach Barbie. So Piercing-Dreck. Nein, das ist sauber. Nein, Nico ist wirklich die gepflegteste Person, glaub mir. Nico ist die gepflegteste Person, die es gibt auf diesem Planeten. Muss ich einfach so sagen, geht zweimal am Tag. Süß, ey. Aber Jurassic Park, weißt du, was ich gehört habe? Die haben noch genug Bier im Backstage. Wir haben nämlich nicht rausgefunden. Wir müssen hier bezahlen. Können wir mit dir was? Entschuldige mal. Ich wollte euch im Backstage. Ey, komm, geh mal eine Runde. Geh ins Backstage. Ey, komm, geh mal eine Runde. Jurassica, wir gehen mal zum Pascal, der macht nämlich das mit seinen Zähnen jetzt für uns auf. Oh, geil. Ja, ich nehme mal Pascal. Warte, nein, ich möchte sein. Kannst du das auch mit deiner Vorhaut? Ja, aber Kevin kann das auch mit seiner Vorhaut. Ja, vielen Dank. Ja, genau. Wir gehen jetzt da rein. Genau das war. Jessica, hi.
Thomas kommt rein. Oh, Alex, ich glaube, der hat auch noch. Die! Nimmst du? Ja, können wir gehen nach vorne? Ich muss den Stadion machen. Hi. Wann ist es? I'm very sorry. Alles gut. Sind wir wieder auf Sendung? Jawohl! Sag mal, wie ist runter mit euch? Weinhaus, kommst du bitte mal? Weinhaus, kommst du? Ich starte meine Metal-Karriere und ich bin ja auch wirklich, also ich bin Metallerin. Weinhaus, kommst du bitte mal? Weinhaus! Wir dürfen jetzt eventuell gleich auf die Bühne. Aber der ist leider nicht hier. Nee, Moment, du bist jetzt 6 Jahre halt im Mund. Das ist die Frische, seit ich gehört habe. Nee, ich bin immer weiter, das war's nicht gut. Und der, deine Freundin ist ihm, oder? Ich hab grad so eine Düse direkt an meinem Penis, merke ich gerade. Direkt hin. Oh, gut. Was hast du da mit irgendwas gemacht? Aber der eine auch nicht lang. Das ist toll. Das ist immer noch ein Arbeitgeber. Das ist ein Kreis von Tanz.